So, Hallöchen zusammen, heute aus Chemnitz, mit dem blöden Mund-Nasen-Schutz müssen wir aufziehen hier, das ist einer der Auflagen hier. Pro Chemnitz hat aufgerufen in einer Veranstaltung, Versammlung hier vom Rathaus, auf dem Neumarkt, Protest gegen die beabsichtigte Schließung oder Nichtzulassung des Weihnachtsmarktes in Chemnitz. Derzeit sind etwa ungefähr so 30 Personen auf dem Platz hier. Schauen wir mal, was hier noch so passiert in der nächsten Stunde. Die Leute gekommen sind. Bevor wir beginnen, würde ich euch noch kurz die Auflagen vorlesen. Also, den Weisungen der Polizei ist Folge zu leisten. Die Fläche ist sauber zu halten. Das Ordnungsamt teilte mir aber gerade mit, dass es bereits gereinigt wurde. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand sein Müll hier liegen lässt. Ich habe euch die Auflagen bekannt zu geben. Und jetzt kommen noch die Corona-wichtigen Dinge. Ihr habt alle etwa 1,50 Meter Abstand zu halten, wenn er nicht aus... Ihr hört mich alle so ein bisschen. Das ist gut. Ja, wir sind heute ein bisschen weniger als gedacht. Das hat einen komischen Grund. Unser Hauptkommunikationsmittel ist ja bis jetzt unser WhatsApp-Verteiler. Nun wollte ich das rumschicken, wie immer. Da hieß es aber erst, WhatsApp geht gerade wieder nicht. Ich muss mir erst eine neue Version runterladen. Das habe ich natürlich gemacht, sonst ging es ja gar nicht. Und dann habe ich an alle, die da drinnen stehen, die Nachricht von der heutigen Veranstaltung geschickt. Natürlich auch an mich selber. Wir sind ja selber auch alle im Verteiler. Und ich habe sie schon mal nicht gekriegt. Und dann habe ich mal gesehen, es hat sie fast niemand gekriegt. Also, man konnte das durchgucken. Wir haben ja zu allen Veranstaltungen über den WhatsApp-Verteiler eingeladen. Und dann konnte man immer sehen, in jeder Gruppe sind 200 Leute und 180 davon haben es gekriegt. Manche gucken nicht rein, haben die Nummer geändert, ist normal. Aber 90% kriegen das und gucken es an. Heute haben es vielleicht 10% gekriegt. Also, man sieht, die Technik schreitet voran. Und das ist natürlich ein Punkt, der uns nachdenklich machen muss, und unter anderem auch deswegen stehen wir heute hier. Wir stehen in erster Linie heute hier, weil wir wollen, dass in einem Monat, da wo wir jetzt stehen, Weihnachtsmarktbuden stehen. Das ist das Hauptanliegen für heute erstmal. Und das Zweite sind natürlich die ganzen Umstände, die dazu führen, dass man eben das wieder mal verhindern will. Es ändern sich ja auch so viele Wörter in letzter Zeit. Was früher Winter, Herbst, Schlechtwetter, Grippe hieß, heißt jetzt Corona, wissen wir alle. Was normalerweise positiv getestet heißt, heißt jetzt plötzlich erkrankt. Was früher Zensur hieß, heißt jetzt Faktencheck. Klingt doch viel schöner, oder? Also macht ja jetzt jeder Sender seinen Faktencheck. Und natürlich sind die eigenen Fakten immer richtig. Und die von den Gegenmeinungen, die sind dann meist falsch. Was früher ein Lobbyist war, wo man ganz leicht nachvollziehen kann, was der für Interessen vertritt, aus ganz logischen wirtschaftlichen Gründen, der ist jetzt ein Experte. Und was früher Kritik hieß, das ist jetzt Hass. Und was früher Kritiker hieß, heißt jetzt Verschwörungstheoretiker. Und ich muss sagen, das ist ein blödes Wort und das wende ich auf mich auch gar nicht an, denn ich bin gar kein Verschwörungstheoretiker. Ich erlaube mir nur, bestimmte Dinge komisch zu finden.
Und da möge man mich aufklären und dann lasse ich mich gerne überzeugen. Ich lasse mich gern überzeugen. Bin da nicht so, dass ich grundsätzlich auf meiner Meinung beharre. Wenn jemand mit besseren Argumenten kommt, dann schließe ich mich dem gerne an. Ist nur in Bezug auf Corona selten passiert. Im Gegenteil, ich muss selbst den Amtsarzt in unseren wieder aufgeflammten Telefonkonferenzen, wenn er von Erkrankten spricht, immer darauf hinweisen, Moment, Sie haben Erkrankte? Nein, Sie haben nur positiv Getestete. Also ich nehme an, ihr alle leidet gerade nicht unter pfeiferschen Drüsenfieber. Oh, ich wär gerade noch mal aufmerksam gemacht. Bitte, heute ist die Auflage vom Ordnungsamt und das war ein bisschen knapp, wir konnten nicht mehr dagegen klagen. Bitte zieht euch was vor den Mund, schlechtes Wetter, macht man sich einen Schal vor Gesicht. Polizei achtet da drauf gerade sehr und wir müssen quasi darauf hinweisen. Es gibt nochmal hier diese schönen Schlauchtücher mit wunderschönem Sachsenwappen, die gibt es hier für schlappe 10 Euro am Fahrzeug zu erwerben. Die haben wir kurzfristig produzieren lassen. Ja, also ich nehme an, zurück zum pfeiferschen Drüsenfieber. Das habt ihr gerade alle nicht, sonst würdet ihr euch schlapp fühlen und ist nicht schön. Ne? Also man ist nicht wirklich schlimm, aber man ist schlapp, man ist K.O., man hat Kopfschmerzen manchmal. Jeder reagiert etwas anders drauf. Aber jetzt kommt's. Wenn man euch alle testen würde und mich dazu, dann haben 98% von uns den zugehörigen Virus im Körper. Wir sind also alle, der Virus heißt Epstein-Barr-Virus, 98% der Bevölkerung sind positiv, wenn man sie testen würde, auf Epstein-Barr. Aber merkt ihr den Unterschied? Dass wir positiv getestet werden auf diesen Virus, Epstein-Barr-Virus, heißt nicht, dass wir tatsächlich an der Krankheit leiden. Und das ist doch schon mal wieder komisch, dass man das bei Corona uns anders darstellen will, dass eben so getan wird, als wären die Infizierten gleich Kranke. Alles, was hier getestet wird und was jetzt hier so schlimm in die Höhe geht, das sind Infizierte, überwiegend. Dazu kommt noch, das wissen wahrscheinlich viele, die hier stehen schon, dass jeder Test auch eine Fehlerquote hat. Wenn wir mit 10.000 Männern einen Schwangerschaftstest machen würden, würde rauskommen, dass ein paar zig Männer gerade schwanger werden. Weil jeder Test eben einen Fehlerbereich hat. Blöde wird es erst dann, wenn da jetzt die Zeitung groß drüber schreiben würde, 100 schwangere Männer in Chemnitz und wir jetzt alle, die hier stehen und Männer sind, anfangen würden, die Pille zu fressen. Dann wird es anfangen, blödsinnig zu werden. Und genau das machen wir aber mit Corona. Hier werden Leute getestet, die haben irgendein Virus drin, die sind aber nicht krank. Und wir fangen aber an, über alle irgendwelche Maßnahmen zu verhängen. Und das ist Schwachsinn. Das gibt auch übrigens das Gesetz nicht her. Was hier stattfindet, ist auch ein Rechtsbruch. Die ganzen Verordnungen, die alle diese Bundesländer verhängen, berufen sich auf den Paragraphen 28 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz. Den könnt ihr zu Hause alle mal nachgoogeln. Es ist keiner zu blöd, so einen Satz auch selber zu verstehen. Und da geht ganz eindeutig daraus hervor, wer an einer ansteckenden und seuchenhaften Krankheit leidet, also wer selber erkrankt ist oder der Verdacht besteht, dass er sich angesteckt haben könnte. Sprich, er hatte mit einem Erkrankten direkt Umgang. Oder er hat die Erkrankung überstanden, ist aber noch eine Weile ansteckend. Gegen solche Leute können auch freiheitsbeschränkende Maßnahmen verhängt werden. Und nicht gegen alle. Das gibt das Gesetz nicht mal her. Was hier mit uns gemacht wird, ist so ähnlich wie zu den Asylgeschichten seit 2015.
offener Rechtsbruch. Und nicht umsonst hat in Österreich jetzt das Verfassungsgericht gesagt, also geht es aber gar nicht, was ihr hier macht. Und nicht umsonst sagen auch hier zum Glück immer mehr Gerichte, ja, was ihr hier so vorhabt und macht, das geht so nicht. Und das hat nicht mit Verschwörung zu tun. Das sind einfach Fragen, die wir stellen und auf die wir eine Antwort möchten. Warum sind plötzlich Infizierte, die gar nicht krank sind, plötzlich für die Statistik entscheidend? Warum wird in Deutschland nicht unterschieden, ob jemand mit Corona oder an Corona gestorben ist? Wenn wir jeden, der stirbt, auf das schon eingangs erwähnte Epstein-Barr-Virus testen würden, dann hätten wir 98% der Gestorbenen, die mit diesem Virus sterben. Aber so gut wie niemanden, der daran gestorben ist. Wahrscheinlich sogar niemanden. Wahrscheinlich. Vielleicht auch ein paar ganz wenige, die nämlich schon ganz schwer krank sind und dieses Virus, das sie die ganze Zeit friedlich in sich getragen haben, kommt durch den geschwächten Körper zum Ausbruch. Dann kann es sogar sein, dass an so einer Krankheit, an der normalerweise niemand stirbt, doch jemand stirbt. Andere Länder machen diesen Unterschied in ihren Statistiken übrigens. Die Bundesrepublik nicht. Und das ist komisch und das möchten wir erklärt bekommen. Und solange das uns keiner erklärt, warum das so ist, solange erlauben wir uns, diesen ganzen Maßnahmen, die man hier über uns verhängt und mit uns veranstaltet und unser Leben einschränkt, durchaus sehr ablehnend zu begleiten. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass dieser Virus so unglaublich klug sein soll, dass der also so Unterschiede macht, dass eben der bei Demos zum guten Zweck keine Gefahr darstellt. Wenn also Black Lives mal wieder mattern, dann ist es nicht so schlimm, wenn die Abstände nicht zählen. Aber wenn wir bösen Verschwörungstheoretiker, die wir angeblich sein sollen, zusammen sind, dann ist es schlimm, dann werden wir hier zu totalen Risikofaktoren. Der Virus kennt auch die Uhrzeit. In Nürnberg ist er ab 23 Uhr gefährlich, in den Gaststätten. In Chemnitz schon ab 22 Uhr. Zeitverschiebung irgendwie, ja. Und auf Weihnachtsmärkten ist er gefährlich. Sinnvollerweise lässt man ja die Geschäfte diesmal offen. Was ist denn jetzt aber der Unterschied, ob ich da in den Laden reingehe und mir was kaufe, der noch dazu geschlossen ist, oder ob hier Buden stehen, die man ja sogar einen großen Abstand hinstellen könnte. Ich habe der Stadt vorgeschlagen, man könnte doch einen riesigen Weihnachtsmarkt machen vom Platz her. Wir machen die ganze Innenstadt, einschließlich der Straßennation, stellen die Buden meinetwegen alle mit 10 Metern Abstand hin und machen da einen riesigen Weihnachtsmarkt draus. So, und dann soll mir mal einer erklären, warum, wenn ich an so einer Bude, die dann steht mit ordentlichem Abstand und frischer Luft, wenn ich dort meine Wintermütze kaufe, warum das also nicht gehen soll und ganz gefährlich ist, aber wenn ich sie da drüben im Bekleidungsgeschäft kaufe, dass das dann geht. Ja, das ist alles nicht logisch, das ist alles nicht einleuchtend und man versucht trotzdem, das uns so zu verkaufen, als müsste es so sein. Es muss aber nicht so sein, denn man kann uns nicht das Nachdenken abgewöhnen. Und dann muss man natürlich auch fragen, was wird hier gegeneinander abgewogen als Risikofaktoren? Es gibt verschiedene Gewerbetreibende, für die ist der Weihnachtsmarkt der Jahresumsatz. Ja, die setzen sich im Januar, Februar, März hin, suchen sich das Sortiment raus, was in diesem Jahr verkauft wird, bestellen das weit im Voraus. Und dürfen sie jetzt nicht verkaufen. Damit ist die Existenz in der Regel vorbei, denn gerade hierzulande kann sich kaum einer leisten, ein ganzes Jahr zu investieren und dann nichts davon wieder reinzukriegen. Das ist für viele Gewerbetreibende das Ende und das nimmt dieser Staat und das nimmt diese Stadtverwaltung hier in Kauf.
Weihnachten wird also praktisch fast wieder ausfallen. Ich denke nicht nur der Weihnachtsmarkt, auch die Gottesdienste werden schon wieder pünktlich vor Weihnachten verboten werden, wage ich meine Prognose. Ostern war es ja genauso. Und jetzt gehe ich meine Wette ein. Wer will gegenwetten? Ich denke, im Ramadan hat sich der Virus wieder anders überlegt. Und das ist auch so ein Fakt, den wir komisch finden. Und wenn wir das komisch finden und nicht erklärt kriegen, dann nehmen wir den Leuten, die das entscheiden, schlicht und einfach nicht ab. Wir sind hier, weil wir uns nicht verbieten lassen, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen und weil wir hier manchen Leuten in Verwaltung und Politik unterstellen, genau auf dieses Privileg eines jeden Menschen freiwillig oder unter Zwang zu verzichten. Ich glaube nicht, dass die alles das selber glauben, was sie uns hier verkünden. Ich glaube nicht, dass die selber von der Richtigkeit ihrer Maßnahmen überzeugt sind. Die sind nicht alle blöd. Und auch der Amtsarzt hat mir schon mal eingeräumt, dass alle, die an Corona gestorben sind, vorher schon schwer kranke, höchst vorgeschädigte und überwiegend ganz alte Leute gewesen sind. Der weiß das. Die alle hier drinnen wissen das. Aber sie tun so, als wüssten sie es nicht. Sie tun so, als wäre es eine Gefährdung für uns alle. Sie tun so, als müsste man jetzt selbst Kinder mit Maulkörben in der Schule drangsalieren, obwohl es sogar eine Studie gibt, dass sich in keinem einzigen Fall von über 8000 untersuchten Infizierten hat nachvollziehen lassen, dass sie sich bei einem Kind angesteckt haben. In keinem einzigen Fall. Und trotzdem will man die Kinder nerven. Und das kann nicht sein. Diese Studie hat man in Norwegen betrieben. Dort ist man noch ehrlicher mit sowas. Bei uns betreibt man solche Studien gar nicht. Und wenn, dann werden sie übrigens nicht veröffentlicht. Es gibt eine ausführliche Studie zur Frage, ob dieses Zeug, was man sich hier vor den Mund machen soll, ob das überhaupt in Bezug auf die Viren irgendetwas bringt. Die Studie, die gibt es. Es hat sie bis jetzt einfach keiner veröffentlicht. Ich weiß nicht, was drin steht, hat ja keiner veröffentlicht. Aber ich wage mal eine Prognose. Wenn das drin stünde, was der Frau von Herrn Söder wirtschaftlich nützen würde und anderen, die an diesem Zeug verdienen, dann wäre sie veröffentlicht worden. Und das behaupte ich einfach mal, solange mir niemand das Gegenteil beweist. Ich lasse mich gerne überzeugen. Wir stehen hier, weil wir uns gerne überzeugen lassen, aber es niemand probiert, uns zu überzeugen. Alles, was man probiert, ist, uns mundtot zu machen. Und das machen wir nicht mit. Besten Dank.